Fertig. Es ist vollendet. Zum ersten Mal habe ich ein japanisches Rollenspiel durchgespielt. Und auch wenn es eine tolle Zeit mit dir war, Xenoblade Chronicles, am Ende habe ich nicht dich, sondern du mich geschafft. Denn nach all den Quests, die ich erfüllt habe, darunter Andenken an den Sohn, Geheimnis der Gesundheit, das Curry-Problem, Kekse für den Enkel, übereifrige Lehrerin, gesprengter Rasen, ein verarmter Kritiker, Wucher, überarbeitet und unterbezahlt, die liebe Paola, die Rolle kann ich nicht mehr, Paola und Marine, das ist 1-3-1, was ist 1-3-2, was ist 1-3-3, was ist 2-3-1, was ist 2-3-2, was ist 2-3-3, was ist 2-3-1, Der Weg nach oben. Gibt es immer noch nicht erfüllte Nebenaufgaben? An sich hat mich das Spiel schon von der ersten Cutscene angefesselt. Schon durch die Erkenntnis, dass die Spielwelt als Biotop zweier ausgestorbener Giganten präsentiert wird. Es gilt, diese Giganten zu erklimmen, und hat man die Spitze des letzten erreicht, erwartet euch ein typischer spoilerfreier Vorendgegner. Anschließend kommt es zu einem spoilerfreien Final-Showdown. Jedoch handelt es sich nicht um den wahren Endboss. Und somit werden nach einer Cutscene weitere Kreaturen bekämpft. Es folgen dann weitere Konfrontationen mit unbedeutenden Gegnern, ein paar zusätzliche Levelabschnitte, ein zusätzlicher spoilerfreier Endboss, dann wieder ein paar Levels mehr und dann kommt es endlich ein spoilerbehafteter Vorendgegner. Ist der besiegt, folgt eine spoilerhafte Zusatzwelt. Sie ist wirklich atemberaubend. Dann trifft man auf den absolut wahren Endgegner mit Spoilerwarnung. Und dann ist es vorbei. Zurück zum Abspann. Oh, scheint relativ kurz zu sein. Mann, das Spiel war harte Arbeit. Normalerweise müsste man mich dafür bezahlen. Halt, was? Daten für ein neues Spiel anlegen? Missionsbuch wird nicht übernommen, setze bei deinem nächsten Spieldurchgang neue Ziele? Klar, ich setze mir neue Ziele, das Spiel nicht nochmal anzufangen. Aber ich muss ja noch ein Review abgeben. Wäre toll, wenn ich wenigstens dafür bezahlt werde. Doch warum sollte ich Kritik ausüben? Xenoblade Chronicles ist ein großes Spielerlebnis. Und hey, die Levels sind nicht nur platt und langgezogen wie bei manch anderen Open-World-Games. Sie sind zudem auch richtig gut designt worden. Ja, mein Gott, es ist sogar für mich die optisch faszinierendste freie Spielwelt, die ich je in einem Videogame erblicken durfte. Xenoblade zeigt neben den fein strukturierten weiten Ebenen eine Welt voller interessanter Details und den reichen Feinheiten, die das Spiel in einem magischen Fantasiegebilde verwandeln. Ständig wird etwas fürs Auge geboten. Und das Auge ist ja bekanntlich mit. Lecker. Es ist ohne Wenn und Aber einfach eine wahre Pracht, vom höchsten Aussichtspunkt auf eine Landschaft zu schauen, die wie eine riesige Hand erscheint. Jedoch befindet sich in meiner prachtvollen Hand ein noch riesiges Spielerlebnis, das nicht bloß schön aussieht. The Legend of Zelda Skyward Sword. Ein Serienableger mit starken Gameplay-Innovationen und sinnvollen Rätselerweiterungen. Da es sich bei Zelda um ein Action-Adventure und bei Xenoblade um ein RPG handelt, lasse ich diese Gameplay-Elemente außen vor. Doch im direkten Inhaltsvergleich hat Zelda Skyward Sword gegenüber Xenoblade Chronicles kleinere Levels, weniger Personen, mit denen man interagieren kann, und eine deutlich geringere Zahl an Missionen. Also so wie es aussieht, hat Xenoblade doch gewonnen. Skyward Sword hat von allem weniger. Warum, liebe Gamer, hat es mir denn also besser gefallen? Ganz simpel. Von diesem ganzen weniger hat es viel mehr Unterhaltungswert. Und ehrlich, warum sollte ich mich stundenlang durch ein endlos großes Gebiet durchschlagen, wenn ich auch in einem Zelda-Spiel ein abwechslungsreiches, gut gestaltetes Level-Design habe? Solange die Umgebung offen sind, spüre ich auch hier grenzenlose Freiheit.
Bei Xenoblade fühle ich mich in einigen Welten nur noch verloren statt frei, da es sich nur um mehr Laufweg als einen Ort mit Übersicht handelt. Auch spielerisch sind die Areale in Skyward Sword wesentlich vielseitiger. In einem Wald schwingt ihr an einer Liane entlang. In den Bergen gilt es von Ebene zu Ebene hinaufzulaufen. Und in der Wüste muss sich der Spieler mit einem Zeitkristall der Umgebung anpassen. Die Levels von Xenoblade zeigen hingegen kaum Spieltiefe. Das Feeling, in Unterhose durch eine Schneelandschaft zu watscheln, ist genauso einseitig wie mit einer x-beliebigen Rüstung. Der Hauptfigur ist es warm, den Spieler lässt es kalt. In einem Vulkan ist es sehr heiß. Spielerisch entsteht jedoch kaum Hitze. Oh mein Gott, Lava. Auch das Erreichen der jeweiligen Gebiete ist in Zelda wesentlich durchdachter. Von der Luft aus lassen sich eine Stadt, die jeweiligen Untergrundlandschaften und schwebende Inseln erreichen. Durch die wechselnde Aufgabenstruktur der jeweiligen Orte ist der Spielfluss auch wesentlich angenehmer als bei einem Spiel, bei dem man von einer Stadt zu einem Gebiet, zu einer anderen Stadt, zu noch einem Gebiet hin und her läuft. Laufen ist dabei Pflicht, denn die Transportmöglichkeiten sind dabei sehr ineffizient. Und die Städte müssen auch mehrmals und immer wieder besucht werden, denn hier erhaltet ihr euren Überschuss und auch Überfluss an Missionen. Die meiste Zeit verbringt der Spieler damit, für die Bevölkerung komische blaue Kugeln zu sammeln, Gegner besiegen und ihre Körperorgane erbeuten. Zwar erscheinen immer wieder neue Gegner und Items, aber bei über 450 Sidequests ist das wahrlich zu viel. Es ist genauso abwechslungsreich wie unterschiedliche Gegenstände zu waschen. Messer, Gabel, Geld, wenn's über 450 Euro wären vielleicht. Auch der Sinn dieser Aufgaben erschließt sich mir nicht so richtig. Ein paar wehrlose Tiere töten, weil sie nicht so süß sind wie dieser laufende Sandsack? Okay, sonst noch irgendwelche Probleme? Ach ja, du wolltest ihn bemalen, das hat ihm nicht so gefallen und nun muss ich dieses harmlose Wesen ausschalten. Ach, anscheinend hat das Spiel was gegen Tiere. Naja, Tiere haben ja auch was gegen Videospiele. Natürlich wird dem Spieler nicht aufgezwungen, die Zeitquests zu erledigen. Doch die Primärmissionen bestehen meistens nur aus... She needs water. Okay. Bin gleich da. Oh, schon erledigt. Ja, die Nebenaufgaben sind schon etwas vielseitiger und zudem machen sie manchmal richtig viel Spaß. Beispielsweise gibt es eine Person, die euch auf eine Forschungsreise schickt, um gewisse Energiequellen zu untersuchen. Außerdem bittet er euch, Blumen auf ein bestimmtes Grab zu platzieren. Dabei werdet ihr von einer Kreatur angegriffen. Später stellt sich heraus, dass ein Freund nach Energiequellen geforscht hat und bei der Suche von dieser Kreatur getötet wurde. Und hey, eine interessante Hintergrundgeschichte und eine klar gegliederte, gut strukturierte Aufgabe. Das ist wesentlich spannender als Sammle Dings. Töte Bums. Sammle noch mehr Dings. Resette das Spiel. Nochmal sammeln, nichts gefunden. Wieder ein Reset durchführen. Und da haben wir alles beisammen. Ja, weniger wäre hier wirklich mehr gewesen. Und es ist schwierig, die besseren Sidequests zu finden. Die Suche bei diesem Wald von Ausrufezeichen ordentliche Missionen zu erhalten, ist schon ein Sidequest für sich. Zudem ist es echt hart, bei diesem monotonen Gelaber von Randfiguren die Konzentration aufrecht zu erhalten. Vergleichen wir mal die Reaktion von 5 Endern aus Xenoblade Chronicles. Und hier ein einziger Händler aus Skyward Sword. Genau. Das hat Charme, Witz und Persönlichkeit.
Bei Xenoblade müsste man für so etwas schon einen Dance-Remix zusammenstellen. Yes, 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 yes. Und hier liegt der große Unterschied zwischen diesen Games. Skyward Sword besitzt zwar nur eine kleine Stadt mit wenigen Personen, jedoch sind die Quests super angeordnet. Der Spieler weiß bei Aufgaben sofort, um welche Person es sich handelt, da eine Verbindung zwischen Ort und Figur erzeugt wird. Somit fühlt es sich wesentlich besser an, Missionen abzuschließen. Außerdem schafft das Spiel einen Aufbau zu den Charakteren und man ist sofort motiviert, diesen zu helfen, indem man das benötigte Objekt findet und dieses dann den Betroffenen überreicht. Auch die versteckten Items sind an genau festgelegten Punkten auf der Karte platziert und somit entsteht ein Erfolgserlebnis, diese zu finden. Natürlich hätte Skyward Sword mit Gegnern auf der Oberwelt zugepflastert werden können. Oder man könnte die Landschaft vergrößern und mit zufälligen Objekten wiederholenden Pop-ups zuscheißen. Das Game würde dadurch weder mehr Spaß machen, noch gäbe es mehr Faszination. Wenn ein Spiel mehr Größe hat, wie Xenoblade Chronicles, ist es auch nur größer. Hätte man die Masse von langweiligen Aufgaben aussortiert, könnten die interessanten Aufgaben wirklich hervorstechen und dadurch würde sich das Spiel mit einer gewissen Konstanz wesentlich knackiger spielen lassen. Aber was soll's, es ist ja jetzt vorbei. Zumindest mit Xenoblade Chronicles. Das Schlimme ist, Spieler wollen riesig gestaltete verlorene Welten. Meine geliebte Zelda-Reihe wird wohl auch davon betroffen sein. Nintendo hat es nämlich jetzt endlich geschafft, die Oberwelt langzuziehen und wie eine platte Ebene aussehen zu lassen. This is the new world of Zelda. Und der Open-World-Trend setzt sich durch. No Man's Sky soll laut Entwickler zu umfangreich ausfallen, um es komplett zu erkunden. Auch die GTA-Reihe hat im Laufe der Zeit eine immer größere Spielwelt vorzuweisen. Vielleicht wird es ja im nächsten Teil möglich sein, einen kompletten Bundesstaat zu erkunden, um für ein noch realistisches Spielgefühl ohne künstliche Grenzen zu sorgen. Doch wollen wir Gamer das wirklich? Ich meine, unsere reale Welt wird immer schneller und durch moderne Technik auch kleiner. Soll unsere virtuelle Welt dadurch etwa langatmiger und immer größer werden? Ich will meine Lebenszeit nicht durch ein unendlich langes Spiel verschwenden. Es gibt schließlich noch eine Welt da draußen. Dort hinter diesem Fenster gibt es einen Baum, der mir die verdammte Sicht verdeckt. Und hinter diesem Baum, irgendwo in der Ferne, gibt es einen Spieleentwickler, der gerade ein monströs großes Spiel entwickelt. Ich für meinen Teil zocke da lieber eins meiner vielen kleineren Games.